Meine Freunde, was geil, willkommen zu einer neuen Runde. Heute, Freunde, heute haben wir keinen Steuerfahnder, heute haben wir unseren Bruder Rapper Elias dabei, wir haben unseren Kollegen Actube dabei, wir haben Emine und Sonja dabei, ich glaube, die kennt ihr auch schon, und wir haben unseren Special Guest Chris dabei, der macht auch TikTok. Wir machen hier alle, eigentlich jeder macht hier TikTok, Freunde, und zwar, ja, ich glaube, Ich würde sagen, dass Emine hier der Special Guest ist, Bruder. ja, neben Christian auf jeden Fall. Wie geht's dir, Mine? Wie geht's dir seit langem? Ja, ganz gut. Wie bitte? Ganz gut. Hört ihr mich nicht gut? Doch, Doch, wir hören dich perfekt. wir sind perfekt. Okay. Und wie warst du so 2 Wochen, dass du 2 Wochen weg warst? Wie war Bootsbach Erwachsenenvollzug? Ich war Bravo, nicht. war? Bitte? Ich war nicht. Boah. Brisos drinne. Ja, ich hole den gerade rein. Was meinst du, Emine? Ich war nicht in Butzbach, ich war in Gelnhausen. Was war da gewesen? Das ist auf jeden Fall schlimmer als normale Knast, weil im normalen Knast kannst du rauchen, du kannst auf dein Bett, du hast Radio, du hast Fernseher, aber in Gelnhausen gar nichts. Aber guck mal, ich habe auch mit Sonja kurz Video gedreht über dich, also dass du halt im Knast warst, dies, das. Sie war auch sehr traurig gewesen, Sonja. Sonja, ich glaube, dazu kannst du auch was sagen. Ja. Ich Sonja. habe auf jeden Fall voll vermisst. Ich habe ja auch Brief geschrieben. Habe ich dir ja auch erzählt. Ja, also Emine, damit Leute wissen, um was es geht, was ist passiert, wie kommst du da rein und was reden wir gerade? Erzähl mal bitte. Ja, also ich bin wegen einer bestimmten Sache reingekommen. Es hat was mit Körperverletzung zu tun. Ich will eigentlich gar nicht ins Detail gehen. Ja. Ach, auf Ja, jeden keine Fall. Ahnung, was ihn fragt, was ich beantworte. Okay, also ich habe auf jeden Fall sehr viele Fragen. Ich glaube, ich überlasse mal erste Frage an wen. Wer will erste Frage stellen? Der Brezo. Ich will mal Brezo seine erste Frage hören. Okay. Was hab's, ne? Das erste, an was du gedacht hast, als du hab's reingekommen ist. Boah. Das allererste, was ich gedacht habe, gar nichts. Ich habe mir nur gedacht, ey, wann komme ich aus Celle wieder raus? Beschreib doch mal, wie das da aussah, damit wir so eine bildliche Vorstellung haben. Hässlich war's. Ey, mein Kollege hat eine Frage. Aber zeig mich nicht, zeig mich nicht. Alles klar. Mein Kollege hat eine Frage. Schieß los, man hört dich. Ey, ist das wirklich so kriminell, wie man sagt? Und so hast du schon so miterlebt, wie so Sachen passiert sind, die so nicht passieren sollten? Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Also natürlich waren da auch schon Vergewaltiger drinnen, aber wo ich drin war, da waren die meisten, okay, auch wegen Körperverletzung, räuberische Erpressung, Diebstahl, aber da waren auch Leute dabei, Jungs wegen Schwarzfahren. Und ich war das einzige Mädchen. Also die Jungs sind oben, die Mädchen unten, aber es gab kein anderes Mädchen außer mich. Ey, hast du dir überlegt, mal auszubrechen, als du so die ersten Tage drin warst? Hast du gesagt, boah, scheiße, ich muss hier raus oder so? Nein, also auf jeden Fall nicht, ganz bestimmt nicht wegen 2 Wochen, auch nicht für 4 Wochen, wenn dann schon, wenn ich länger drin sein. Das wird gar kein. Aber war das so richtig krass gesichert oder hast du da schon so ein paar Lücken im System gesehen? Ah, da konnte ich mich durchdrücken. Also man hätte schon irgendwie ausbrechen können, aber die Fenster waren ja mit Gittern. Wenn du in den Hofgang gegangen bist, war ja auch alles mit Gitter, oben auch mit Draht. Also es war schon gut gesichert, aber man hätte bestimmt einen Weg gefunden, um auszubrechen. Prison Break, Bruder. Ja, ich habe auch eine Frage. Nein, hat die nicht. Ey. Tekko, du bist leise, man hört Du dich bist kaum. komplett leise, Bruder. Walla? Ja. Boah, jetzt geht's. Jetzt hört man nicht. Das liegt daran, wenn jemand redet, also wenn ihr jemand flüstert, also andere, dann kann man mich sehr schlecht hören, damit ihr Bescheid wisst, ne? Achso. Und zwar, Emine und ich haben geschrieben gestern und sie meinte, sie hat sehr viele Tage gehabt, wo die viel nachgedacht hat. Weißt du, sie meinte auch, ja, du weißt ganz genau, ne? Du lachst gerade so dreckig. Über mich gedacht. Erzähl mal, was hast du gedacht? Ja, über mein ganzes Leben. Also eigentlich wollte ich ja auch gar nicht mehr bei euch mitmachen. Also nicht bei euch, sondern generell nicht mehr bei anderen YouTubern. Hast irgendwas gesagt mit einem Manager, Alter? Was war da los? Ja, das ist auch so eine Sache. Ich darf jetzt gerade eigentlich über die Sachen hier reden.
Aber steckt mir egal, scheiße, weil ich will eh damit aufhören. Deswegen, ich mache ein Video da und fertig. Also ja. Du bist jetzt auch wie Queen Drama, willst du jetzt aufhören oder was? Nein, nein, nicht so. Ich will auf jeden Fall selber durchstarten. Ja, das habe ich auch zu dir gesagt, Emine. Emine, ich habe dir ein Angebot gemacht. Emine, ich sage jetzt vor allen Leuten, ich komme nach Frankfurt, ich hole mein Equipment mit, mein Kamera, mein Mikrofon. Wir drehen für dich, ich bin dein Kameramann, wir drehen für dich ein Street-Comedy. Weißt du? Ja. Wärst du damit einverstanden? Ja. Gut, wir machen mit unserer Frage weiter. Und zwar meine nächste Frage ist, Emine, waren da auch Jungs gewesen, wo du auch ein bisschen... War da wirklich niemand gewesen, wo du kanntest? Doch, doch. Ein Kollege, auf jeden Fall, den kannte ich. Und die anderen kannten mich. Also schon bevor ich überhaupt reingekommen bin, ich stand schon davor. Ich war noch nicht mal drinnen. Ich habe gewartet. Man musste ja klingeln und wegen Corona durfte immer nur einer rein. Da waren ja mehrere Leute, die auch rein mussten. Die haben mich gesehen. Die meinten schon direkt, ey, Emine von YouTube in Hubs. War auf jeden Fall der erste Satz, den ich von da gehört habe. Und die waren aber alle ganz nett. Also einen Kollegen kannte ich auf jeden Fall. Wird man da gemobbt? Wer war der Gefürchtetste? Also, ja, nee. Wer war der Schlimmste, den du im Knast gesehen hast oder von dem du gehört hast? Also was war die schlimmste Straftat da, die begangen wurde? Gar keiner. Ich sag euch ehrlich, egal was die für Scheiße haben. Also da gab es gar keinen, wo man gesagt hat, ey, pass auf, ich will vor dem lieber nicht die Seife fallen lassen. Nee. Boah, ey, ich habe eine Frage, wirklich. Auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ich habe wirklich, das interessiert mich wirklich. Du bist ja, erstmal ganz kurz, waren da auch andere Mädels? Nein. Hat da nicht jemand, also wurden die Jungs nicht so ein bisschen spitz oder so auf dich? Ich durfte keinen Spaghetti-Träger anziehen. Ich nicht dabei, ich hatte entweder nur Bock oder echt aufrei durfte anziehen. Wollten nicht Leute da irgendwie machen oder sowas? Nein, also wir sind ja in Gruppen verteilt worden, auch wegen Corona halt. Wir waren immer in Fünfer. Und meine Gruppe, wir waren vier Jungs und ich halt, ein Mädchen. Und wenn wir halt hochkamen, waren die anderen ja drin, aber die konnten uns ja beobachten von deren Zeit aus. Mhm. Und die ganzen Jungs aus meiner Gruppe meinten, ey, Emine, guck mal hinter dir. So, die beobachten dich die ganze Zeit, die ganze Zeit hinten. Hat da jemand seine Moves bei dir versucht? Hat da jemand versucht, sich so Körperkontakt aufzubauen? Dazu kommen die gar nicht. Außer die aus meiner Gruppe, aber die waren alle korrekt. Ja, hast eine gute Gruppe geleistet. Also ja. Bekommen. Echt krass, Walla. Also gut, dass da nichts passiert ist, weil ich höre viele Sachen, was im Knast so in Frankfurt und so passiert, wirklich. Und meine nächste Frage ist auf jeden Fall, ehrlich. Gab es auch Typen, wo du gesagt hast, okay, die muss ich danach kennenlernen? Oder sagst du, nee, du willst nichts damit zu tun haben? Du musst alles abschließen, du willst da kennenlernen, Bruder. Du hast da gar keine Chance, mit jemandem zu reden, außer mit den Leuten aus deiner Gruppe. Also von denen wollte ich auf jeden Fall nichts aus meiner Gruppe. Von den anderen wollte ich auch nichts unbedingt. Es gab einen gut aussehenden sogar, aber der hat mich auch nur irgendwie etwas interessiert, wegen seinen Tattoos, aber eigentlich mehr auch nicht. Wow. Krass auf jeden Fall, Wallah. Also, weil sowas zu hören, zum Beispiel, Emine ist irgendwie im Knast, dies, das, also, mich haben so viele Leute angeschrieben, weil nach dem Video mit Sonja, ey, ich habe so viele Nachrichten, bei mir wurde komplett bombardiert, ey, kann doch nicht sein, dass die im Knast ist, nutzt du ihre Schwester für Lügen, für dies, auf und dies, das, macht gar keinen Sinn, weißt du? Und Cristiano wollte auch was sagen. Ja, weißt du, was ich mich frage? Also ist eine Frage für Emine. Ach, ich weiß noch damals, Schlägerei gegen Burak, weißt du noch? Das Video bei Pumpy Monkey. Danach hat sie doch so ein Statement gemacht. Ja, ich bereue das, ich schlag mich nicht mehr, ist das. Jetzt kommt die wieder Knast wegen Vergewaltigung, wegen was, wie ist das? Körperverletzung. Warum? Ich dachte, die hat daraus gelernt. Ich? Ja. Die Sache, warum ich jetzt reingekommen bin, also... Hast du gesagt, Körperverletzung? Ja, aber das ist schon eine Sache, die vor eineinhalb Jahren passiert ist, fast zwei. Ach so, ich dachte, war erst vor kurzem, nach der Sache mit Porak, deswegen. Das vor Gericht kommt und generell. Und das ist erst jetzt? Haben die Strafe gegeben, oder ja, was? Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt 18 geworden, zu dem Zeitpunkt mit der Körperverletzung und ich werde ja dieses Jahr noch 20 in einem Monat. Boah, das ist echt. Also war das quasi ein laufendes Verfahren, oder was? Ja. Mussten die ja beweisen, dass du die geschlagen hast, oder was? Nein, nein.
Gericht, ach so, das war hast du auch, Gericht war auch erst vor halbem Jahr, ein Jahr. Ja, vor also. Einem Jahr. Gericht war vor einem Jahr. Die Sache mit der Körperverletzung ist vor 2 Jahren passiert ungefähr. Und ich bin halt erst jetzt reingekommen, auch wegen Corona. Die hatten irgendwie eine Zeit lang geschlossen, meinten die. Und die haben auch erst selber seit ein paar Monaten erst wieder auf. 4 Monaten, glaube ich. Konntest du keine Geldstrafe bezahlen? Oder Sozialstunden? Ich habe nachgefragt. Ich wollte zahlen, aber die meinten, es geht irgendwie nicht. Krass. Da hast du dich schon krass geschlagen. Egal, die hat doch jemand seine Nase gebrochen, ja. Das ist aber echt. Nase gebrochen. Ja, ja, hat sie auch selber erzählt in der Video. Wie warst du, wie waren deine Teamkollegen, die drin waren, Emine? Oder waren die mit den Hats waren? Also, ich sag ehrlich, die waren lustig. Waren halt so, die haben die ganze Zeit so gemeint, ey, ich bin voll gebrochen, wäre ich ein Mädchen, ich würde hier jeden Tag heulen und so, wie hältst du es hier aus? Weil ich war immer die, ich habe immer gute Laune gebracht. Ich habe immer gesagt, ey, ihr dürft nicht so denken, ihr müsst denken, ey, nur noch so und so viele Tage und dann bin ich draußen. Aber die haben alle voll negativ gedacht. Die haben gesagt, ey, es dauert noch so lange. Deswegen, ich hatte halt eine andere Scheiße als die. Aber stell dir mal vor, du bist 2 Jahre da drin. 2 Jahre gehen so, ey, das wird doch komplett auseinandergenommen. Ja, 2 Jahre ist auf jeden Fall hart. Also ich will Plan machen. Also diese 2 Wochen haben mir gereicht. Und würde ich jetzt zum Beispiel 2 Jahre sitzen müssen, dann auf jeden Fall würde ich mir normale Knast wünschen. Warte, ich hab Wünsche, interessante Frage. Ja? Bei der Hapski, dann denkt man ja so, das ist ja so eine Strafe quasi vom Staat. So, du wirst auf deine Fehler drauf hingewiesen. So. Würdest du jetzt denken, dieser Haps hat dich dazu gebracht, wirklich damit aufzuhören mit den Straftaten? Oder würdest du sagen, ja, das bockt mich, ich mach weiter, das war gar nicht so schlimm? Also, man sagt immer, diese Strafen sollten einen zum Nachdenken bringen. Dass ja, man genau, das sehen wir. Aber ich sag euch ehrlich, ich bin jetzt das 3. Mal da drin gewesen. Und das bringt nichts. Also, ich sag euch ehrlich, das bringt nichts, weil es ist so, als ob die, wenn jemand sagt, ey, mach das nicht, dann machst du es ja erst recht.